kann da nicht mehr gerade die neuesten Goalie-Händchen. Wenn du jetzt mit denen einen hältst, dann ist es frecher. Mama mia. Das ist eine der schlimmsten Technik, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Als Feldspieler habe ich nie ganz in die Goalie-Welt hineingesehen. Das möchte ich heute nachholen. Und für das besuchen wir die für mich grösste Goalie-Attraktion in der Super League. Loretz! Das war ein Quicksilver. Wieder ist Loretz dran. Dieser Teufelskerl Pascal Loretz. Okay, gehen wir. Gefällt mir, was ich da gesehen. Sind wir fertig? Fix und fertig. Jetzt alles gut? Ja, tipptopp für dich. Hast du so viel gewartet? Nein. Nein, es war super, es war spannend. Jetzt hast du Matura abgeschlossen im Sommer. Ja, voll. Super Timing. Hat Matura abgeschlossen, Nummer 1. Besser geht's nicht. Ja. Du hast schon lange kein Goal mehr getragen. Ich mag langsam nicht mehr, gell? Also Lorenzo, was haben Sie heute trainiert? Heute wir haben ein paar Spielsituationen trainiert, die letzte Woche mit Paschi passiert sind im Spiel. Ah ja? Also so wie die Situationen angestellt ein bisschen? Ja, genau. Einen Schlenzerschuss vom Winkel, wo er überragend gegen Lugano gehalten hat. Ja. Aber ecco, die Position, die Bewegungen könnten wir besser machen. Und wir haben das im Video geschaut und dann jetzt im Training. Cool, ja, das habe ich jetzt noch nie so gehört, dass man das nachher auch im Training macht. Ist das für dich auch neu oder ist das auch, bist du das gewöhnt von den Junioren? Bei den Junioren haben wir das nie so gemacht. Es ist einfach immer ein Schwerpunkt gehabt. Jetzt nicht gross, wie es am Wochenende war oder die letzte Woche. Aber ja, seitdem ich mit dem Lorenzo bin, haben wir das schon meistens so gemacht. Und wer ist dein Vorbild? Ja, momentan finde ich den Alisson von Liverpool und Ederson, die zwei brasilianischen Goalies. Schon, hä? Vor allem, ja. Weil es gut mit den Füßen vor allem auch? Nicht nur mit den Füßen, sind auch wirklich geile Saves und so. Aber ja, auch mit den Füßen sind sie überragend. Und wie ist das als Goalie? Du hast eine Aktion und nachher vielleicht erst 15 Minuten, 20 Minuten später wieder einen Ball in der Hand. Wie kann man da den Fokus behalten? Schöne Frage. Vielleicht ein Mental Coach kann besser diese Antwort antworten. Ecco, Paschi arbeitet schon mit einem Mental Trainer. Mein einziger Tipp ist einfach viel zu reden. Also, wenn du viel Coaching machst, defensiv mit deinen vier Verteidigern, diese Sache gibt dir die Möglichkeit, ins Spiel zu bleiben. Du bist wie in jeder Situation, du schweifst wie nicht ab, du bist echt voll drin. Und ja, also das, ich glaube, das hilft schon sehr. Wenn man einen Penalty schießt, bist du ready? Ja, aber dann muss ich. Er hat die ersten 6 Goal per Penalty bekommen. Das kann nicht sein. Aber später, diese Saison. Hast du diese Saison geschaut? Ja, oder nicht? 100%. 100%. Akolo. Scheitert! Mama mia, du bist nicht vorbereitet, Mann. Bist du ready? Yes. Ach, Culo di merda. Ach. Zu wenig genau. Du hast mich überschätzt. Ja. Er hat keine Kraft mehr und der Ball kommt nicht. Du warst schon am Boden. Kann ich einschätzen. Also, schau, ich gebe dir noch mal eine Chance. Oh. Ein Déjà-vu von letzter also, Saison. Jetzt darfst du. Ich habe da nicht mehr gerade die neuesten Goalie-Händchen. Aber die gehen, oder? Sie sind perfekt. Wenn du jetzt mit denen einen hältst, dann ist es Frechheit. Bleib auf die Linie. Ich checke das. Mama mia. Das ist eine der schlimmsten Technik, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Ti giuro. Es war, weißt du, wenn du am Meer gehst und willst du im Meer tauchen. Bist du mit dem Bauch gegangen? Ja. Oh, wie kann man einen Penalty haben? Hä? Vielleicht liegt es an den Händchen. Aber der eine hätte schon müssen haben, ne? Ja, der erste, gell? Hä? Ich habe die überschätzt. Hast du mich überschätzt, gell? Ja, schon ich schieße präziser. Wir müssen die Handschuhe von Paschi. Da machen wir eine einfache Übung. Aber ist es ein gutes Geschmäckle, du? Ja, ist noch im Training. Wo fangen wir an? Starten wir da. Alle. Oh, Mann. Spiel den Ball langsam, Mann. Alle. Aber nicht am Bauch, seitlich. Auf Seite. Starten wir wieder. Schon besser. Oh, du siehst wie meine Großmutter aus. Andiamo. Steh auf, Position zum Paschi. Das habe ich gut gemacht. Hast du das selber gemacht? Ich bin auch überrascht. Ich bin selber überrascht. Als erstes Training ist nicht. Also, danke vielmals. Ich habe sehr viel gelernt. Bitte. Und nächstes Mal, wenn du einen Penalty hast,
Denkst du an mich? Ist gut, mach ich.